Hallo, ich bin Ellie Jenix. Herzlich willkommen zu meinem Osterspecial. In diesem Video stelle ich euch 17 Easter Eggs in die Sims 4 vor. Viel Spaß! Wie auch in den meisten anderen Spielen gibt es auch in die Sims 4 jede Menge Easter Eggs. Und in diesem Video stelle ich euch jetzt 17 davon vor. Dieses Video ist Teil meiner Die Sims 4 Tipps und Tricks Playlist. Das heißt, ich werde auch einige Geheimnisse aufgreifen, die ich in anderen Videos schon vorgestellt habe. Es kann also durchaus vorkommen, dass ihr das ein oder andere Easter Egg schon kennt. Deshalb schaut euch die Kapitel genauer an. Mit diesen könnt ihr euch ganz einfach durchnavigieren. Und natürlich verlinke ich euch jedes Video immer rechts oben, wenn ich mir ein Easter Egg schon einmal genauer angesehen habe. Aber dann starten wir jetzt ins Spiel. Wusstest du schon, dass es in die Sims 4 ein Monster im Meer gibt? Und zwar nennt sich dieses Monster Emily und ihr findet es in Windenburg. Wenn ihr euch jetzt die Karte genauer ansieht, fällt euch sicher auf, es ist auch hier eingezeichnet. Und um es zu finden, müssen wir einfach hier zu den Klippen reisen. Hier bei den Klippen müsst ihr einfach dort nach hinten zur Feuerstelle, mit Blick aufs Meer, und dann warten wir einfach ab. Die Animationen sind immer ein wenig anders. Irgendwo habe ich gelesen, dass Emily nur einmal pro Spielstand zu sehen ist, aber ich habe sie in diesem Spielstand mindestens schon 5-mal gesehen, also ist das ziemlicher Blödsinn. Und hier haben wir jetzt Emily. Sie ist immer nur ziemlich kurz da, also passt auf jeden Fall gut auf. Und jetzt stelle ich euch einen der vielen geheimen Orte in die Sims 4 vor. Und zwar reisen wir jetzt zum Tiefenwald in Granite Falls. Dafür benötigt ihr das Erweiterungspack Outdoor-Leben und dann müsst ihr euch eben Urlaub nehmen. Hier sind wir jetzt alle Reisewelten und dann werden wir jetzt hier nach Granite Falls reisen. Einquartiert haben wir uns jetzt hier in der grünen Zuflucht. Um zum geheimen Ort zu gelangen, müssen wir jetzt zum Wald von Granite Falls reisen. Hier sind wir jetzt im Wald von Granite Falls und um den Eingang zu finden, müsst ihr einfach hier zwischen den Bäumen durch, ganz nach hinten. Und hier mitten im Gestrüpp seht ihr jetzt so einen verwachsenen Eingang und diesen können wir erkunden. Marie ist dort jetzt hineingegangen und jetzt startet die Erforschung des Dornengestrüpps. Der Weg ist immer ein wenig anders. Wichtig ist hierbei auf jeden Fall, dass ihr immer weitergeht und euch nicht ablenken lasst. Deshalb werden wir hier jetzt gleich weitergehen. Dann werden wir durch das Spinnennetz gehen, wir werden weitermachen und natürlich kein Nickerchen und dann werden wir uns zu Sim durchschlagen und schon sind wir auf dem Weg zum tiefen Wald. Hier sind wir jetzt im tiefen Wald, man erkennt leider kaum etwas, weil das Wetter so schlecht ist. Auf jeden Fall gibt es hier ein Haus, in dem eine Einsiedlerin wohnt. Das sieht bei mir übrigens anders aus, weil ich eines aus der Galerie heruntergeladen habe. Aber auf jeden Fall wohnt hier eine Einsiedlerin, mit der ihr euch anfreunden könnt. Ihr könnt ja auch jede Menge seltener Pflanzen und Kristalle entdecken. Aber wenn du mehr darüber wissen möchtest, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, das blende ich dir jetzt hier rechts oben ein. Das nächste Easter Egg, das ich euch zeige, ist ein eher kleineres. Und zwar dreht sich hierbei alles um eine Wasserlacke. Aber ich zeige euch jetzt gleich, was ich meine. Um euch zu zeigen, wie das funktioniert, muss ich erst einmal die Badewanne kaputt machen. Um das zu machen, klicke ich mit Umschalt auf das Objekt und klicke einfach auf Objekt kaputt machen. Hier haben wir jetzt eine kleine Wasserlacke, die reicht aber noch nicht aus. Deshalb werden wir das Objekt jetzt reparieren und dann einfach noch einmal zerstören. Perfekt, endlich haben wir die ganz große Wasserlacke. Wie ihr seht, ich musste dafür die Toilette, die Badewanne und den Wasserhahn kaputt machen. Aber jetzt kann ich euch das Besondere an dieser Lacke zeigen. Und zwar gehen wir dafür in den Baumodus und klicken hier auf das Design-Tool. Und zwar können wir hiermit das Aussehen der Lacke ändern. Die ersten drei sind einfach ganz normale Lacken, aber das letzte ist eine kleine Ente. Wir sind jetzt wieder bei unserer Maya und ich zeige euch jetzt das Reich der Magie. Die meisten von euch werden den Weg dorthin zwar schon kennen, aber vielleicht besitzen die einen oder anderen unter euch die Erweiterung ja erst seit kurzem oder haben sie gar nicht. Und deshalb zeige ich euch jetzt den Weg dorthin. Und zwar müssen wir jetzt reisen, dann nach Glimmerbrook und hier auf der Karte sehen wir jetzt schon, dass es hier ein kleines Portal gibt und genau zu diesem müssen wir. Und deswegen reisen wir jetzt zum Wachposten von Glimmerbrook. Das ist der Wachposten von Glimmerbrook und hier müssen wir uns jetzt ein wenig umschauen. Und zwar hier rechts hinten befindet sich dieses Portal. Und wenn wir auf dieses Portal klicken, dann können wir ins Reich der Magie reisen. Und genau das werden wir jetzt machen.
und jetzt bekommen wir folgendes Pop-up. Der wirbelnde Strudel scheint in ein Reich jenseits unserer Realität zu führen. Traust du dich, die Schwelle zu überschreiten? Und jetzt müsst ihr hier Portal betreten klicken. Was das Reich der Magie so besonders macht, es gibt nicht ein ganzes Grundstück, sondern es gibt unterschiedliche kleinere Inseln, die ihr auch wiederum mit Hilfe von Portalen betreten könnt. Also hier können wir die Zauberallee besuchen. Dann haben wir hier hinten noch das Duellgelände und hier ist eben das Hauptquartier. Ein Portal gibt es dann hier noch und zwar könnt ihr hier die Gärten besuchen. Im Hauptquartier könnt ihr euch mit Hexen und Zauberern anfreunden. Hier gibt es auch einige weise Zauberer, mit denen ihr euch auf jeden Fall anfreunden solltet. Also wie hier zum Beispiel Naoki Harada. Und zwar ist dieser ein Weiser für schelmische Magie. Das heißt, wenn ihr euch gut genug mit ihm anfreundet, dann könnt ihr alles über die schelmische Magie lernen. Und das ist das Reich der Magie. Falls ihr diese Erweiterung habt, solltet ihr dort auf jeden Fall vorbeischauen. Wusstest du schon, dass es in The Sims 4 eine fleischfressende Pflanze gibt? Diese Pflanze siehst du jetzt genau hier. Und zwar ist das eine Kuhpflanze. Diese galaktische Schönheit ist ausgezeichnet als Nahrungsquelle zum Knuddeln und für lebenslange Freundschaften geeignet. Zieh den Neid der Nachbarschaft auf dich, denk nur daran, sie zu füttern. Ich habe die Pflanze erst vor kurzem eingesetzt, die wird natürlich um einiges größer. Es gibt übrigens verschiedene Möglichkeiten, wie ihr zu den Kuhpflanzensamen kommt. Die einfachste ist jedoch, wenn ihr nach Oasis Springs reist und neben dem Eingang zur vergessenen Grotte befindet sich ein kleiner Teich. Dort müsst ihr dann einfach einige Male angeln und wenn ihr Glück habt, dann findet euer Sims die Kuhpflanzensamen. Sie regelmäßig zu füttern ist übrigens wirklich, wirklich wichtig, sonst fängt sie noch an, eure Sims zu essen. Als nächstes Easter Egg zeige ich euch, wie ihr ein geheimes Bestreben freischalten könnt. Und zwar könnt ihr euren Sim süchtig nach Grillkäse werden lassen. Dazu müsst ihr einfach jede Menge Grillkäse essen. Marie bereitet deswegen jetzt einfach gleich eine Partygröße vor. Und jetzt werden wir jede Menge davon essen. Nach dem dritten Teller bekommen wir die Benachrichtigung Glückwunsch. Marie hat das verborgene Grillkäsebestreben freigeschaltet. Du findest es bei den anderen Essenbestreben. Sie kann zudem eine neue freundliche Sozialinteraktion ausführen, über Grillkäse reden. Und jetzt werden wir uns das neue Bestreben genauer ansehen. Und zwar hier unter Essen haben wir jetzt Grillkäse. Hier gibt es drei verschiedene Meilensteine, einmal Gouda Grünschnabel, einmal Käsekenner und einmal Fondue Fanatiker. Alle Aufgaben haben mit Grillkäse zu tun, man muss jede Menge Grillkäse essen, über Grillkäse sprechen und diesen auch zubereiten. Genauer werde ich euch dieses Bestreben jetzt nicht zeigen, aber auch hierzu habe ich ein ganzes Video gemacht und auch das blende ich euch jetzt hier rechts oben ein. Und jetzt stelle ich euch einen geheimen Ort des Basisspiels vor. Und zwar stelle ich euch die geheime Grotte in Oasis Springs vor. Dafür müssen wir eben nach Oasis Springs reisen und dann hier in den Wüstenblütenpark. Und jetzt sind wir im Wüstenblütenpark und hier müsst ihr jetzt einfach ganz nach rechts hinten durch. Und dann sehen wir hier einen Eingang. Bei euch wird dieser Eingang übrigens noch verschlossen sein. Um diesen aufzubrechen, benötigt euer Sim Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Wie das genau funktioniert, blende ich euch jetzt hier rechts oben ein. Ich habe nämlich ein Video über die vergessene Grotte gemacht, in dem ich euch das alles ganz genau erkläre. Da der Eingang in diesem Spielstand von mir schon aufgebrochen ist, müssen wir jetzt nur darauf klicken und können ganz einfach zur vergessenen Grotte reisen. Und schon geht Marie in die Höhle hinein und wir können sie ganz einfach zur vergessenen Grotte schicken. Und das ist die vergessene Grotte. Bei dir wird sie übrigens nicht so aussehen, ich habe hier nämlich ein Grundstück aus der Galerie platziert. Und wie das funktioniert, erfährst du auch in meinem anderen Video. Wusstest du schon, dass in The Sims 4 ein Gemälde lebendig werden kann? Und zwar ist dieses Gemälde der tragische Clown. Das findest du ganz einfach, wenn du im Baumodus in der Suchleiste tragischer Clown eingibst. Und hier unter Gemälde und Poster gibt es dann dieses Gemälde. Tragischer Clown, tragischer Clown. Was haben sie dir angetan? Eine weitere Kreation von Angelo aus der Serie Perspektiven eines Clowns. Dieses Stück symbolisiert das traurige Leben von Clowns, die immer fürchten müssen, dass ihre Karriere mit einem einzigen Ballonplatzer abrupt endet. Es heißt, Angelo hätte dieses Bild gemalt, um seine Phobie vor stark geschminkten Personen zu überwinden. Doch wir vermuten, dass er ebenfalls eine Phobie vor Ballons hat. Okay, und genau dieses Gemälde müsst ihr jetzt hier an der Wand platzieren.
Damit das Gemälde lebendig wird, muss euer Sims den tragischen Clown jetzt einige Male ansehen. Nick sieht sich das Gemälde jetzt ganz genau an und wir haben folgende Benachrichtigung bekommen. Dieses Gemälde erfüllt Nick mit tiefem Kummer. Bei intensiver Betrachtung soll die Trauer sogar von der Leinwand in den Raum fließen. Und hier ist er schon. Der tragische Clown ist gerade einfach so in unser Haus spaziert. Und zwar ist dieser tragische Clown Alecky Touré. Wir werden uns jetzt einmal bei ihm vorstellen. Und wie wir sehen, hat er jetzt davon auch eine Stimmung bekommen. Was für eine Tragödie, wegen Nähe zum tragischen Clown. Lache, Clown, lache über deine Tragik. Lache über die Wolke, die dein Leben oder deine Seele oder verdunkelt. Okay, und dieser tragische Clown bleibt etwa einen Tag bei euren Sims und macht jeden im Haushalt traurig. Und wieder geht es um einen geheimen Ort. Jetzt werden wir nämlich auf den Alien-Planeten Sixam reisen. Dafür benötigt ihr die Erweiterung an die Arbeit und auf jeden Fall eine Rakete. In diesem Spielstand war ich schon einmal am Alien-Planeten Sixam, deshalb habe ich jetzt im Garten auch schon eine Rakete stehen. Und mit dieser können wir auch schon durch Wurmloch reisen. Um das zu können, müsst ihr die Rakete übrigens vorher verbessern. Wie das alles funktioniert, kannst du in meinem Video über den Alien-Planeten herausfinden. Auch das blende ich dir jetzt hier rechts oben ein. Und Marie wird jetzt durch das Wurmloch reisen. Und Marie steigt jetzt in die Rakete und gleich fliegt sie davon. Und jetzt bekommen wir diese Benachrichtigung. Durch das Wurmloch. Das Schiff saust durch das Wurmloch und taucht neben einem Alien-Planeten wieder auf. Der Schiffsfunk gibt seltsame Geräusche von sich und Marie wird plötzlich von ihrem Schiff teleportiert. Und hier können wir uns jetzt nur nach unten beamen. Und schon sind wir auf dem Weg zum Alien-Planeten Sixam. Und das ist der Alien-Planet Sixam. Dieser sieht bei mir übrigens ein wenig anders aus als bei dir. Ich habe hier nämlich ein Grundstück aus der Galerie platziert. Auch wie das funktioniert, erfährst du in meinem Video. Hier kann man unglaublich viele seltene Sachen finden und wie du es dir vermutlich schon gedacht hast, man kann auch jede Menge Aliens treffen. Ein weiteres kleines, aber feines Easter Egg findet ihr hier in Oasis Springs. Und zwar wohnt hier auf diesem Grundstück der Haushalt Mitbewohner. Sehen wir uns einmal die Beschreibung genauer an. Diese Familie scheint geradewegs einer Fernsehkomödie entsprungen zu sein. Welche verrückten Missgeschicke werden der Cassen Perky, dem lässigen Mitchell, dem verkrampften Frauenheld Jay und dem intellektuellen Gavin diese Woche widerfahren? Schalte ein und finde es heraus. Und zwar ist es nämlich tatsächlich so, dass diese Familie auf einer Sitcom basiert. Und zwar basiert das Ganze auf der Sitcom New Girl. Keine Ahnung, ob ihr alle New Girl kennt, aber es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsserien. Deshalb finde ich dieses Easter Egg besonders cool. Offiziell bestätigt ist, dass der weibliche Sim Zoe Bartel auf Jazz basiert und auch die anderen kann man relativ leicht zuordnen. Und zwar Mitchell Kalani soll Nick sein, der Frauenheld Jay ist natürlich Schmidt und Gavin basiert auf Winston. Wusstest du schon, dass es einen Geheimbund an der Universität gibt? Und zwar treffen sich die Mitglieder dieses Geheimbunds immer um die gleiche Zeit in Brightchester neben der Ruine. Wie wir sehen, haben sie sich auch heute hier versammelt und tragen diese blauen Roben und stehen rund um diesen Stein herum. Wie wir sehen, alle von ihnen sind Mitglieder des Geheimbundes. Als Mitglieder des Geheimbundes kann man auch hier mit diesem Stein interagieren. Da wir leider kein Mitglied sind, können wir das hier jetzt nicht. Wenn du gerne mehr über den Geheimbund an der Uni wissen möchtest, auch hierzu habe ich ein Video gemacht. Ich blende dir das jetzt hier wieder rechts oben ein. Und nun zeige ich euch die geheime Waldlichtung von Willow Creek. Ihr habt es euch vermutlich schon gedacht, dafür müsst ihr nach Willow Creek reisen und zwar auf eines von diesen Grundstücken, also nach Foundry Cove. Wir reisen jetzt einfach mal auf dieses Grundstück zur Familie Endo. Jetzt sind wir eben bei dieser Familie in Foundry Cove und dann müsst ihr nur hier nach rechts hinten und euch diesen einen besonderen Baum genauer ansehen. Und zwar muss euer Sim sich diesen Baum jetzt etwa 10-mal genauer ansehen. Wenn ihr den Baum oft genug angesehen habt, dann gibt es neue Interaktionen. Jetzt können wir ihn schon bewässern. Dann machen wir dem Baum ein Kompliment über seine Blätter. Irgendwo brennt es, das ist uns egal. Wir können jetzt über seine Wurzeln plaudern. Und jetzt, nachdem wir über die Wurzeln geplaudert haben, dann sehen wir, es hat sich hier ein kleiner Eingang aufgetan. Und jetzt könnt ihr den Baum erkunden. Und wie wir sehen, geht Maya jetzt in diesen Baum hinein. Nun startet ein Baumabenteuer und hier ist es ganz wichtig, dass ihr auf die richtigen Dinge klickt. Und zwar müssen wir als erstes auf Geräusch folgen klicken.
Dann müssen wir flussabwärts gehen. Dann müssen wir in den Nebel gehen. Und dann haben wir auch schon die Option, zur Lichtung zu gehen. Und schon sind wir auf dem Weg zur geheimen Waldlichtung. Und das ist die geheime Waldlichtung. Wie ihr seht, es gibt hier jede Menge wunderschöner Pflanzen. Es gibt hier auch Angelmöglichkeiten und ihr könnt nach Fröschen suchen. Und mit Hilfe eines Cheats könnt ihr hier sogar bauen. Rechts oben blende ich euch jetzt mein Video zur geheimen Waldlichtung ein. Hier stelle ich diese noch einmal ganz genau vor und ich zeige euch auch, wie ihr hier bauen könnt und wie ihr sogar von eurem eigenen Grundstück aus zur geheimen Waldlichtung kommt. Für unser nächstes Easter Egg reisen wir jetzt nach Brindleton Bay. Und zwar gibt es hier einen versteckten Tierfriedhof. Diesen finden wir hier auf dieser Insel und deshalb werden wir jetzt gleich einmal dorthin reisen. Hier sind wir nun, rechts haben wir den Leuchtturm und links vom Grundstück müssen wir jetzt ganz nach hinten ins Eck und dann finden wir hier einen Tierfriedhof. Ich finde, die Stimmung hier ist vor allem in der Nacht großartig mit dem ganzen Nebel und der wenigen Beleuchtung. Und außerdem gibt es natürlich auch jede Menge tierische Gespenster hier zu finden, die ihr Unwesen treiben. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Katze und zwar Josie. Vorher ist auch noch ein Hund vorbeigelaufen und es gibt eben auch jede Menge Grabsteine. Es ist jetzt nicht das größte Sims 4 Geheimnis, aber meiner Meinung nach ist es ein kleines, schönes Detail und es passt einfach super nach Brindleton Bay. Wusstest du schon, dass du auch in Mount Camaraby einen geheimen Ort finden kannst? Dieser befindet sich hier am Gipfel des Mount Camaraby. Und auf der Reise findest du sogar noch zwei zusätzliche geheime Orte und auf allen dreien kannst du mit Hilfe eines Cheats bauen. Der Weg dorthin ist aber etwas mühsam und dauert auch sehr lange. Deshalb werde ich euch den in diesem Video jetzt nicht zeigen. Aber wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau einfach in meinem Video darüber vorbei. Ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Wusstest du schon, dass du in die Sims 4 jede Menge geheime Rezepte freischalten kannst? Viele davon kannst du zum Beispiel in San Myshuno freischalten. San Myshuno kommt mit der Erweiterung Großstadt leben und ich zeige dir, wie du hier jetzt Rezepte freischalten kannst. Dazu reisen wir jetzt am besten einmal zum Gewürzmarkt und einfach hier in diese Karaoke-Bar. Und hier in diesem Essensstand können wir jetzt verschiedene Gerichte bestellen. Dann bestellen wir jetzt einmal eine Samosa. Und jetzt hat sie das Gericht fertig gegessen und wir bekommen folgende Benachrichtigung. Herzlichen Glückwunsch! Marie hat die ersten Schritte ihrer kulinarischen Reise durch die Stadt zurückgelegt. In der Stadt verzehrte Speisen können später gekocht werden. Es warten noch 26 weitere Rezepte auf dich. Mach dich auf den Weg, um neue Gerichte auszuprobieren. Also wenn eure Sims Gerichte an den Essensständen kaufen, dann könnt ihr damit versteckte Rezepte freischalten. Als nächstes stelle ich euch Pflanzensims vor. Pflanzensims sind geheime okkulte Wesen, die ihr mit Hilfe von ein paar Tricks freischalten könnt. Um diese freizuschalten, benötigt ihr dieses Objekt. Und zwar ist dieser der mythische magische Bohnenportalbaum. Wie genau ihr zu diesem kommt, werde ich euch in diesem Video nicht zeigen, aber ich blende euch rechts oben wieder ein ausführlicheres Video zu diesem Thema ein. Wenn ihr es aber geschafft habt, diesen Baum in eurem Garten zu platzieren, könnt ihr zum Pflanzensim werden. Und zwar müsst ihr einfach darauf klicken und mit eurem Sim den mythischen magischen Bohnenportalbaum erkunden. Dann geht euer Sim eben in diesen Baum hinein. Nach einiger Zeit kommt euer Sim wieder hinaus und ihr bekommt folgende Benachrichtigung. Marie ist durch das Portal gegangen, sie hatte Dunkelheit erwartet, findet sich stattdessen jedoch auf einer hellen, sonnigen Blumenwiese wieder. An einer Seite steht ein Baum, der leuchtet und Früchte trägt. Marie pflückt eine Frucht vom Baum und die sonnige Landschaft wird sofort von der Dunkelheit verschluckt. Bevor sie weiß, wie ihr geschieht, schreitet sie aus dem Portal des Baumes und bemerkt, dass sich irgendetwas in ihrer Tasche befindet. Und in ihrem Inventar hat sie jetzt die verbotene Frucht des Pflanzensims. Und wenn sie diese Frucht isst, dann verwandelt sie sich in einen Pflanzensim. Jeder von euch kennt mit Sicherheit den Ausdruck Friends with Benefits. Aber wusstet ihr auch, dass es in Sims 4 Enemies with Benefits gibt? Also um genau zu sein, sind das eben Sims, die sich generell nicht mögen, aber trotzdem eine romantische Beziehung miteinander haben. Und das Ganze zeige ich euch jetzt anhand von Nick Smith und Miki Akiyama. Wie wir sehen, die beiden kennen sich noch gar nicht, sie haben aber schon Gefühle miteinander. Und zwar sehen wir, dass Nick ein wenig auf Miki steht, also sie ist sein Schwarm. Und sie empfindet ihn auch als interessanten Sim. Aber mit Hilfe von ein paar Cheats werde ich sie jetzt zu Enemies with Benefits machen.
Und zwar öffnen wir mit Steuerung, Umschalt und C die Cheat-Leiste. Dann geben wir ein Modify Relationship. Dann den Namen unseres ersten Sims, also Nick Smith. Dann den Namen unseres zweiten Sims, also Miki Akiyama. Dann geben wir ein minus 100, weil ich zuerst möchte, dass die Freundschaft im Minus ist. Dann LTR, underline Friendship, underline Main und jetzt auf Enter. Und zwar hassen sich die beiden jetzt ziemlich. Die Beziehung ist rot und es steht auch hier, dass sie sich nicht mögen. Diese Beziehung ist angespannt und wird schließlich in die Brüche gehen. Und jetzt geben wir einen ähnlichen Cheat ein. Also wieder Modify Relationship, Nick Smith und dann ihren Namen, also Miki Akiyama. Jetzt 100, dann LTR, underline Romance, underline Main und klicken wieder auf Enter. Wie wir sehen, die Liebesleiste ist jetzt zu 100% gefüllt, aber sie mögen sich dennoch nicht. Und wenn wir jetzt hier auf das Sims-Profil gehen, dann sehen wir, ihre Beziehung ist heiß und kalt. Sind sie zusammen oder nicht? Keiner weiß es so genau. Und das sind Enemies with Benefits in die Sims 4. Und das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe natürlich, ich konnte dir ein paar Dinge näher bringen, die du vielleicht noch nicht gekannt hast. Dann freue ich mich natürlich über jedes Like, über jedes Kommentar und über jedes Abo. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!